die wir testen können. Und ja, bis dahin. Ciao! Ja, hallo Leute, wir sind wieder bei Minecraft und ja, ihr seht's schon, ich habe hier nochmal eine kleine Korrektur gemacht. Die habe ich direkt nach der letzten Aufnahme gemacht. Ich habe hier Holzplanken hingelegt, denn ja, mir ist noch eingefallen, dass Wasser, das direkt auf einen Block heruntergeht, natürlich die ganze Geschichte kaputt macht und das brauchen wir nicht. Also habe ich mir hier dann eben ja, die Holzplanken hingemacht und ja, das war's dann soweit. Wir können jetzt eigentlich hier hinten dieses Feld schon mal wegmachen. Aber... Ups. Das war jetzt nicht gut. Ja. Egal. Pflanzen wir schnell nach. So habe ich noch. Pumpkin Seeds habe ich auch. So. Gut. Da haben wir nichts mehr zum Reinmachen. Gut, dann gehen wir mal hier nach oben und befüllen hier noch das Zeug. So. Wir können auch mal eine Runde schlafen gehen. Wenn wir gerade schon dabei sind, da habe ich jetzt natürlich vor der Aufnahme wieder mal nicht dran gedacht. Ja, heute habe ich mal vor, wieder ein bisschen an unserem Turm weiterzumachen. Ich räume hier mal ein bisschen vorher noch das ganze Zeug hier auf. Das brauchen wir natürlich nicht, wenn wir am Turm weiterarbeiten. Das brauchen wir auch nicht. Gut. Moment. Moment, Moment. Die brauchen wir auch nicht. So. Sehr schön. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt erst einmal diese Bäume hier wegbekommen. Denn die stören da ja nur. Das ist ganz klar. Nee, wir brauchen das Bauholz natürlich. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Ich habe die hier auch lange genug stehen gelassen. So. Ja, man sieht ja, dass wir hier nicht allzu viel Zeit verbrauchen. Das geht ja relativ schnell hier. Gut, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Holz. Das schadet nicht. Den Rest, den lasse ich jetzt aber mal da stehen. Wir müssen es ja nicht gleich übertreiben. So, dann schnappen wir uns mal ein bisschen Cobblestone. Zur Sicherheit noch ein bisschen Erde. Und hier. Bauholz. So. Und dann würde ich sagen, legen wir mal da hinten los. Und das Erste, was ich mache, ich habe mir das alles nochmal mit diesem Turm hier durch den Kopf gehen lassen. Ich würde das eigentlich gerne doch ganz anders angehen. Und ihr glaubt's nicht, aber ja, der erste Schritt ist dadurch erst einmal, dass wir hier den Turm wieder abreißen. Ja, ich weiß, wir haben lang genug dran gebaut, aber ja, das muss einfach sein. Ich habe da eine viel, viel bessere Idee. Und aber wenn ihr es seht, dann denke ich, werdet ihr mir zustimmen, dass das besser aussieht. Ihr
können hier ja keine perfekte Rundung hinbekommen, weil wir dazu hier ein bisschen falsch gebaut haben und beziehungsweise, ja, was heißt falsch gebaut? Es ist natürlich richtig gebaut, aber ja, die Verhältnisse für diesen Bau an sich stimmen nicht so ganz. Aus dem Grund müssen wir das ganze Zeug hier nochmal wegmachen. Aber ja, ich bin recht zuverlässig, dass wir da sehr schnell durchkommen. Und das Ergebnis wird hoffentlich so sein, wie ich es mir vorstelle. So, du kommst noch weg, du auch. Und da oben ist noch ein Stück, oder? Nee. So, aber ja, wir haben eine ganz gute Spitzhacke, mit der das relativ schnell geht. Und ja, ich kann auch mit der Spitzhacke, wenn ich will, hier den Baum abbauen. Und zwar schneller als mit der Spitzhacke. Aber das mache ich nicht. Schneller als mit der Axt. Aber das mache ich nicht, weil das natürlich mehr Ressourcen verbraucht. Also Haltbarkeit in dem Fall. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich eigentlich so gerne mache. Auch wenn man sieht, dass ich die hier mit sehr schnell abbauen kann. Das Holz aufsammeln, das ist wichtig. Die Steine, die sind mir nicht so wichtig, aber das Holz. Eine Leiter nehmen wir mit. So. So, es ist ja auch gleich schon geschafft. Da brauchen wir nicht so lange. Das Aufbauen dauert immer etwas länger als das Abbauen, wenn man so eine tolle Spitzhacke hier hat. So. Gleich haben wir es auch schon geschafft. Viel bleibt da nicht mehr übrig. Und ja, wie gesagt, ich habe da eine ganz gute Idee, wie ich das anders angehen kann. Ich hoffe, dass mir da ja was ganz Gutes gelingt. Aber ich bin da recht zuversichtlich. Ich meine, ja. So, das wäre gleich geschafft und ich muss ein bisschen mehr mit der Spitzhacke aufpassen. So, sehr schön. Da ist noch ein Stein. Okay, also. Wir haben hier diesen ganz normalen Anschluss, der hier auch auf dieser Seite genauso aussieht. Und von da aus werden wir jetzt hier 1, 2, na komm, 3 rausgehen. Das gleiche machen wir hier auf der anderen Seite. 1, 2, 3. Und dann machen wir hier 1, 2. Achso, Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen. So, so. Das waren hier 4 Blöcke, genau. Also so, dann 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Habe ich was vergessen? Ach so, ja natürlich. Oh. Ja, es geht schon wieder los. Also 1, 2, 3, 4, so.
dann schauen wir mal, weil das ist ein bisschen ein schmalerer Turm dann. Und das passt eigentlich, denke ich, ganz gut, weil das hier soll ja eine Stadtmauer werden und keine Festung. Und dann würde ich sagen, hier. Ups. Hier. 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 Hier und hier. So, die machen wir weg und da kommt anstelle des Steins hier Holz hin. So, und damit dürften wir dann, glaube ich, eine ganz gute Basis soweit haben. Und wie gesagt, ich denke, es sieht einfach besser aus, wenn der hier nicht so festungsmäßig aussieht, dieser Turm. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Damit haben wir es auf jeden Fall ganz gut getroffen. Wenn ich mir so die Verhältnisse anschaue. Mein Ziel war eigentlich sowieso, dass dieser Turm hier nicht über diese Mauer hinausragt von der Breite her. Also zumindest nicht verhältnismäßig stark hier abweicht. Und ja, trotzdem noch als Turm erkennbar. Und ich denke, das funktioniert auf diese Art natürlich schon mal gar nicht so schlecht. So. Der Vorteil übrigens, wenn wir diesen Turm hier nicht so klobig machen, ist, dass der auch nicht so hoch werden muss, um ja wie ein richtiger Turm einfach zu wirken. Das heißt, ja, uns reichen hier jetzt höchstwahrscheinlich schon 2 Etagen sozusagen. Also das, was wir jetzt hier an dieser Stelle haben, nochmal oben drauf, das reicht dann, denke ich, schon von der Höhe her. Beziehungsweise, nein, reicht natürlich nicht. Aber sagen wir so, wir müssen nicht sehr viel höher gehen. Wenn ich das mal so sagen kann. Und ich denke, wir bauen jetzt gerade die nächste Etage oben drauf, oder? Bietet sich doch an. Wenn wir schon dabei sind. Der gehört da nicht hin. So. Nee. Ach ja, das mit dem Holz hier ist ein bisschen verwirrend. Aber wir müssen es ja einheitlich halten. Und das gehört dann nun mal so. So, Steine haben wir noch genug. Das passt. Vermutlich ist es gerade ein bisschen dunkel. Wir haben ja leider wieder mal Nacht. Aber ja, ich denke, das ist halb so schlimm. Die Szene müsste hier zwar ein bisschen dunkel sein, aber es sollte eigentlich trotzdem noch alles einigermaßen erkennbar sein.
Da hinten habe ich auch. So. So. Ich mache hier mal schnell das Ganze vielleicht so, dass wir das direkt schon haben. Dann passiert uns das nicht dauernd. So. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, stimmt, okay. Ah, ich dachte gerade schon, wir haben wieder alles versaut. Aber das ist soweit richtig. Die Höhe stimmt. Und das ist das mit Abstand Wichtigste an der ganzen Geschichte. Dass wir das hier einigermaßen einheitlich haben. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal von unten an. Ja, ich denke, das wirkt einfach besser. Vielleicht hätte man sogar nur zwei hier reingehen sollen und dann das hier nochmal ein bisschen breiter machen, aber ich habe damit eigentlich ganz genau das erreicht, was ich gerne gehabt hätte, und zwar, dass wir hier auf einer Höhe sind mit diesem Tor, und das ist mehr oder weniger das Ziel an dieser Geschichte gewesen. Und man sieht, ja, es sieht schon relativ interessant aus. Also mir gefällt's besser als das davor, muss ich sagen. Vor allem, weil es nicht mehr ganz so klobig wirkt einfach. Ja, und hier kommt dann ein ähnlicher Turm hin. Beziehungsweise einer, der genauso aussieht. Und ja, was ich mit diesem Teil hier drin mache, weiß ich noch nicht so genau. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass wir dann hier oben ja, eine kleine, wie soll ich sagen, Aussichtsplattform drüber haben werden. Vermutlich werde ich das hier einfach zubauen und hier ja, vorher gut ausleuchten, sodass wir dann hier keine Monster drin spawnen lassen. Ja, mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt noch ein paar Leitern hin. Jetzt regnet. Okay, also Nacht plus Regen muss jetzt wirklich nicht sein. Jetzt gehen wir doch mal schlafen. Und irgendwann sollte ich mir vielleicht da hinten mal ein Bett aufstellen. Jetzt werde ich das nicht machen, weil es sich momentan eigentlich nicht wirklich lohnt. Aber für zukünftige Projekte, wenn ich hier vor allem weiter bin und seltener hier rüberkomme, ja, wäre es vielleicht doch durchaus mal ganz sinnvoll, da hinten ein Bett nochmal aufzustellen. Doch wie gesagt, momentan. Ach so, Moment, wenn wir gerade schon hier sind. Ist hier irgendwo. Jawohl, da ist ein Apfel. Und den haben wir vorhin gar nicht. Ja, egal. Ja, sonst sind hier keine Äpfel. Dafür haben wir aber hier Eier rumliegen. Die müssen wir natürlich mitnehmen. Weg da. So. Achso, wenn wir gerade schon da sind. Ja, können wir auch mal schnell schauen, wie es denn hier mit dem Feld aussieht. Ja.
Wegen dem einen Ding werde ich jetzt nicht ernten. Aber man sieht schon, dass hier das Zeug schon ganz gut wächst. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob wir hier vereinzelt nicht vielleicht Redstone drüber machen später. Also nicht hier in der Mitte, sondern hier vereinzelt vielleicht, was weiß ich, einmal hier auf dieser Höhe, dann einmal auf der Höhe und so weiter. Könnte man natürlich machen. Das würde der Beleuchtung noch mal ganz gut helfen. Momentan werden wir das aber nicht tun. Wächst auf jeden